Hallo meine lieben Zuschauer, da sind wir wieder mit Torchlight 2 Ralfinger LP hier in einem Dungeon mit ganz viel toten Piraten oder untoten Piraten oder Geistern. Wie ihr wollt, auf jeden Fall geht's mal gleich drauf wieder hier auf die Gegner. Und irgendwie sollte ich vielleicht mal meine Weapon of Choice wechseln. Diese Klinge ist zwar nett, ja, aber auch noch nicht wirklich der Hit. Ich muss da schon immer ganz schön oft draufhauen, sogar diese beschissenen kleinen Krebse hier, die kriege ich gleich tot damit. Ob das jetzt eine gute Wahl war, ich weiß es nicht. Ich gucke auf jeden Fall mal in mein Inventar, was für Möglichkeiten ich da noch habe. Ah, Berk Culverine. Ausrüsten. Ich glaube aber, ja, das könnte vom Platz her ein bisschen schwierig werden. Was habe ich als zweite Waffe? Die Schrotflinte. Habe ich denn da irgendwas Besseres zur Auswahl? Die kann ich noch nicht nehmen. Ich habe keine andere Waffe, richtig? Nein, habe ich nicht. Schade. Okay. Dann benutzen wir mal dich. Du Monster aller Waffen. Schauen wir mal. X-Ray. Nein, ich wollte natürlich hier die Waffe mal angucken. Also, ja, sehr imposant. Fifi kann da drin schlafen wahrscheinlich nachts. Das kann er sich mal so einfach über den Kopf stülpen und sich da drin, ja, ausruhen. Ich schieße jetzt einfach mal zum Spaß. Ja, schießen tut sie auch. Alles klar, weiter geht's. Komm, ihr müsst doch, das gibt's doch nicht, diese Krebse, ne? Blockt! Aber Fifi macht's wieder, ne? Also gegen diese Krebse bin ich irgendwie. Egal, was ich für eine Waffe nehme. Was für ein Arsch. Critical Hit. Hier ist er gestunt, alles klar. Oh, der hat, warte, was. Hat er auch so eine Kanone getroffen? Das sah ganz aus, oder? Und immer schön mit der Kanone reingefeuert auf diese netten Leute hier. Hat zwar den Krebs ein bisschen durch die Gegend gefetzt, sah das gerade so aus. Komm, den kriegen wir auch noch her. Den machen wir auch noch tot und die da hinten noch. Und da noch einen. Das ist das Coole an der Waffe, die hat zwar eine extrem lange Nachladegeschwindigkeit, aber die stunt die Gegner so. Das heißt, die können sich dann erstmal nicht bewegen, was echt cool ist, weil dann kann Fifi ran. Und ja, Fifi ist auch ein guter. Short Cannon. Mal gucken, was haben wir denn da jetzt von der Kanone bekommen. Okay, die ist jetzt nicht so special, sage ich mal, aber Zweihänder, 66 Damage, 48, 96, 63. Okay, die ich jetzt in der Hand habe, ist definitiv besser. Definitiv. Die werden wir auch weiter behalten. Oh, ich habe da einen Skillpunkt, sehe ich gerade. Wie konnte ich das denn sehen? Frostbite wird gelevelt. Oh, habe ich irgendwie vergessen beim letzten Level-Up. Mensch, warum sagt denn keiner was? Warum sagt ihr denn nichts? Ihr lieben Zuschauer. So, wir. Wie war denn die Quest überhaupt nochmal? Kann ich den von hier oben abschießen? Ne, muss ich extra da runterlaufen, ne? Aber wie er schön den Weg lang geht, ne? 54, great. Ja, das war natürlich, das lohnt sich natürlich so mit dieser Wumme, diese Kisten wegzuballern. Die gehen mir schon ein bisschen auf die Sack hier, diese Krebse, ich sag's euch. Kommt raus hier. Ich möchte sehen, mit wem ich zu kämpfen habe. Ihr Krebsgetier. Ach so, das sieht nur so aus, als wäre das hier eine. Nur so ein Bogen, so ein schicker Torbogen, den die gebaut haben. Waren sie aber sehr kreativ, die Piraten hier, oder? Muss man mal sagen. Schick gemacht so aus diesem Knochenzeugs hier. Schön, schön. Hier unten keine Kiste mehr, nichts mehr weiter. Nein, schade. Hätte auch zu gerne mal wieder irgendwas mitgenommen. Ein bisschen gelootet, eine Kiste, hier gefischt oder so. Aber gibt's hier gerade nichts. Ja, man kann ja nicht immer alles haben. So ist es nun mal. Ja, okay. Ja, diese Krebse, ey. Probieren wir mal unsere andere Waffe aus. Fließen wir die mal zum Spaß. Ja, genauso wenig. Ist denen scheißegal. Seht ihr das? Macht denen einfach nichts. Ja, wir nehmen aber wahrscheinlich mal wieder die Flinte hier. Die ist ein bisschen schneller, macht auch ordentlich Schaden. Und immer schön critical. Und jetzt die Krebse. Ne, die Krebse genauso wenig, ne? Jetzt ist er zwar weggeflogen, aber hat ihn jetzt auch nicht wirklich interessiert. So, jetzt aber. Jetzt habe ich aber auch hier. Oh, das ist gut, das ist gut. Schnell drauf, drauf, drauf. Hier. Komm schon. Schieß. Ach, schade. Jetzt habe ich meine Special-Attacke gerade nicht. Voll. Wenn wir fliegen, da waren ein bisschen viele Leute. Und da fliegen wir auch mal rüber. Ja. Das machen wir gut. Das machen wir gut. Skelettmusketiere. Ja, okay.
Hier sehen wir mal, dass nichts, nichts gedroppt hier. Was ist das? Pack is full. The pack is full. Okay, Pet Item. Wir transferieren mal wieder. Fleißig rüber auf unseren kleinen Köter. So, jetzt habe ich auch die ganzen blauen Items. Kann ich jetzt mal behalten. Wobei, es sind auch schon wieder viel zu viele. Doch, ich packe jetzt mal einfach ein paar Sachen rüber. Ich werde, ach, ich finde sowieso mit Sicherheit so viel neues Zeug. Verkauft es mal für viel. Verkauft es einfach mal. Ich brauche es jetzt nicht wirklich. Ich komme ganz gut mit meiner Ausrüstung zurecht. Den Crystal Ward habe ich gerade auch wieder gefunden. Man findet einfach so viele schöne Gegenstände die ganze Zeit. Vielleicht hätte ich das ein oder andere behalten sollen oder mal genau in die Lupe nehmen sollen. Aber gerade will ich eigentlich nur weiter zocken. So, wir nehmen Strange hier. Vitality war angesagt, brauche ich ein bisschen mehr. Und hier drüben den Onkel Freeze, ja. Haben wir jetzt auf Level 1 komplett durch, was sehr geil ist. Der macht nämlich wirklich, der macht es richtig gut so. Also bei den größeren Massen, die wir gerade gesehen haben, hat er die auf jeden Fall richtig schön zurückgehalten, die Piraten. Oh, das ist wohl ein Gegner. So, und Fifi ist nicht da. Na gut, Fifi. Auf Fifi können wir vielleicht noch verzichten. Diese Freeze hier. Die Idee war nicht schlecht, hier den da oben zu fangen, ne, über den Steg. Aber jetzt wird auch hinter mir diese scheiß Piraten spawnen lassen. Dann. Und Energie, Energie, Energie. Ich brauche wieder Energie. Mana. Ah, das mit dem Freeze mag ich noch nicht so wirklich, oder? Hier. Ich gebe mir zwar größtmögliche Mühe, hier den irgendwie zurückzuhalten. Okay. Mal ein bisschen hier. Ach, falsche Rolle wieder benutzt. Die Nummer 3 war es hier. Ein bisschen gegen Giftschaden. Man weiß ja nie, was da so kommen mag. Freeze. Und Mana. Regeneration. Schnell, schnell. Ah, ich bin jetzt im Rage-Modus. Sehr gut. Habt ihr gesehen, wie ich sie weggebounced habe? Das war nice. Was ist denn jetzt hier passiert? Ah, ich habe ihn gekillt. Yay. Ich habe es geschafft. Und das Ganze ohne Pfiffi. Schön. Ein paar Sachen haben wir auch gekriegt. Na also, und auch noch fett Gold mitgebracht, der Hund. Einwandfrei. So, gucken wir mal, was der nette Pirat denn so für uns gedroppt hat an Items. Wir haben auch dieses Level geschafft. Wunderbar. Okay, oh geil, guck mal da. Eine Sprawl Street Pistol. Rare Pistol, auch schön. Und lecker, lecker Leather Pants hier. Leggings. Leggings. Naja gut. Physical Armor haben wir auf jeden Fall mehr. Aber nicht Zusatz, irgendwie ein Zusatz, das ist schade, was haben wir hier? Schulterpolsterung sozusagen, aber ich würde sagen, wir rüsten mal hier das aus. Und was haben wir hier? Physical Armor. Die hat auch zwar 6, aber eben nicht plus Health und ja, Mana. Nee, das lassen wir jetzt einfach mal so, das packen wir da runter. Die anderen, ach Gott, ist ja nicht so wild. Die Pistole, die schauen wir uns doch mal gleich an hier, was die so drauf hat. Sieht auf jeden Fall schick aus. Und wir schießen einfach mal hier rüber. Ja, schießen wollte ich doch. Oh, die ist schnell. Das ist gut. Das ist schön. Schnelle Pistolen sind genau mein Ding. Gold mitnehmen. Da unten sind noch Kisten. Don't forget the loot, Mr. Ralfinger LP. Ja, das wäre fatal. Immer schön gucken nach einem Endboss, ob irgendwo noch was rumliegt. Wie zum Beispiel hier oben auf dem Schiff. Und da ist noch irgendwas. Was haben wir jetzt bekommen? Hier, Gloves. Aber meine haben 4, die ich ausgerüstet habe. Und warum haben die nur 2? Die sehen aber besser aus. Komisch. Schuhe. Nee, da habe ich so viel schon reingepackt in die Schuhe. Die lassen wir mal an. Was liegt denn da noch rum? Liegt da? Das ist der Hund. Das ist der Hund. Hier ist da noch irgendwas in der Ecke. Nein. Nur nichts auslassen. So, die Map habe ich wahrscheinlich komplett erforscht, so wie es aussieht. Ja, da hinten alles durch. Das heißt, wir können mal uns ordentlich portalitieren. Wenn es das Wort überhaupt gibt. Wir porten uns doch dann einfach mal. Ich weiß nicht, wie wir uns hier porten. Wahrscheinlich zu dem, der uns das Quest gestellt hat, oder? Oder zumindest in die Nähe davon. Ah ja, das war unser geistreicher Freund. Ach, was für ein Wortwitz. Geistreich, weil ein Geist ist. Mensch, Ralf. Du holst sie immer her aus dem Keller wahrscheinlich, ja? So, genau, da sind wir. Wunderbar. Zack, abgebendes Quest. Ja, gern geschehen, gern geschehen. Was wollen wir denn von dir haben? Healthy Colonist Calc? Nein. Den Percept Blade. Oh, das sieht witzig aus. Oder ja, wir nehmen das hier. So. Dankeschön. Fame increased. So, ich habe Fame increased, also kann ich hier auch wieder. Da kann ich nicht mehr leveln. Schade. Was nehmen wir denn hier? Cold Steel Mastery. The only thing harder than steel is cold steel.
Always enabled. Zweimal Physical Damage, also 2% und 6% Ice Damage. Ja, das machen wir doch. Ist standardmäßig die ganze Zeit an, ist geil. Eisschaden. Cool. Cool, cool, cool. Aber wahrscheinlich nur bei, ja, Nahkampfwaffen, jetzt nicht bei der Pistole. Oder doch, ich weiß es nicht, werden wir mal rausfinden. Warum ist denn da so ein Fragezeichen daneben? Help? Ah, cool. Oh, na, also, Ralf. Nee, das ziehen wir jetzt einfach mal rein. Also, ganz klar, zur Erklärung, falls ihr hier neu seid und das Let's Play noch nicht gesehen habt. Ich habe dieses Fragezeichen da unten irgendwie noch nicht übersehen, aber hier oben haben wir unser Pet, ja, unser Tier, was uns unterstützt im Kampf und die Lebensenergie. Und die Pet-Panels, die Pet-Panels, das ist auch nicht schlecht. Meine Lebensenergie, was ist das denn? Always show Item, nicht Item, Names, ja. Okay, die Namen. Left Mouse Button Attack ist hier. Right Mouse Button oder Tab zum Wechseln ist hier. Meine Mana ist hier. Dann haben wir Assign Skill and Consumables to Quick Bar by drag and dropping them onto a slot and simply click on the slot to show a list of assignable options. Also hier unten ist so eine Quick-Leiste. Da habe ich bis jetzt nur zwei Rollen drin. Ein bisschen Mana-Zeug und halt was weiß ich. Mein Panel Tab, hier die Quests, da oben die Map. So. Haben wir mal zwischendrin einfach mal ganz schnell erklärt, wie denn hier das ganze Menü aufgebaut ist. Das Genian User Interface, auch kurz GUI. Ja, man lernt bei mir auch noch ein paar Sachen, ist noch nicht schlecht. Oh, die kämpfen da einfach rum, habt ihr das gesehen? Muss man einfach mal draufhauen auf die Kollegen. Tja, Pech gehabt. Wenn ihr da einfach dagegen rumhockt, pa. Was macht ihr auch hier draußen in der Wildnis, ja? Ganz ehrlich, hat euch keiner gesagt, dass ich komme. War wahrscheinlich besser, dass uns keiner gesagt hat. Wow. Das sieht ein bisschen aus wie so ein kleines Camp da oben, oder? Hier, in der Ecke. Schauen wir mal rein. Oder waren wir da schon? Ne, da waren wir noch nicht. Aber gibt es hier überhaupt irgendwas zu holen? Das ist überhaupt interessant hier rumzuhängen. Ein Ring haben wir gefunden. Und dann nichts mehr. Schade. Gut. Wir schauen weiter nach rechts oben. Strafen mal ein bisschen von oben nach unten über die Map. Haben hier natürlich ein paar tolle Runen gefunden. Und ein Skelett in der Urne. Wie unerwartet. Wie plötzlich. Da treffe ich die Urne nicht, oder was? So, dann gucken wir mal da hoch, weil da war was. Oh. Ja, schnell fliegen die Jungs hier. Das sah mir nämlich so aus, als waren sie so viele. Kann man Freeze einsetzen. Weil ich mit meiner Pistole hier doch gerade ein bisschen zu kämpfen habe. Ja, danke Hund. Hat mir wieder auch nicht geholfen. Ein Riesenschrein. Was hat mir der gebracht? Ich weiß es nicht. Ein Monsterschrein. Hat der mir das gebracht? Gleich bin ich im Rage-Mode wieder, ja, wie ihr seht. Pfiffi? Liegt hier irgendwas? Ne, sieht nur so aus, weil das Ding so vor sich hin blinkt. Okay, Rage-Mode, 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 Rage-Mode. Okay. Machen wir gut. Wir schlagen uns tapfer. Oh Gott, Gott, geht das schwer hier, der Typ. Seht ihr das, wie viel Lebensenergie der hat? Jetzt hat er mich auch noch in die Ecke gedrängt. Bloß weg hier. Da müssen wir raus. Aber ich habe ihn gefreezed. Freeze. Und dem Pfiffi geht's gut. Minimi ist alles okay. Wunderbar. Lebensenergie technisch. Schaut das noch gut aus hier. Nichts einsammeln. Ich will die Gegner töten, angreifen, töten, 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 abschlachten. Und den da oben auch noch. Komm, warum lass der denn noch weg hier? Tja. Ah, ich habe wieder einen Rage-Modus. Toll. Jetzt, wo alles vorbei ist. Oder ist hier noch einer? Nö. Nichts mehr zum Ragen hier. Schade. Aber gut, oh, war da eine Kiste? Ja, da ist eine Kiste. Ich habe eine Kiste übersehen. Wie konnte mir das denn schon wieder passieren? Hier oben war ich ja auch noch nicht. Na gut. Wir gucken erstmal. Wir forschen erstmal unten rechts weiter. Nur kurz auf die Map gucken. Ach Gott, das ist nur ein kleines Stückchen wahrscheinlich hier, oder? Da gucken wir jetzt nochmal drüber. Okay. Ein paar Gegner, eine Kiste. Okay. Das sind dann doch diese kleinen Verstecke, die sich immer mal lohnen anzugucken oder in die Ecken zu gucken. Weil man immer wieder was findet, ne? Merkt man gerade. Also immer schön. Oh Gott. Wir sagen immer schön jede Ecke angucken und was steht hier rum? So ein Monster. Michael. Komm schon, töten. Ein bisschen Eis drauf. Runtergekühlt die Sau und tot. Wunderbar. So, Pfiffi, hast gut gemacht. Braver Hund. Was ist hier los? Knochen. Knochen interessieren mich heute nicht. Und die sind so feige, die hauen immer ab hier. Seht ihr das? Die wollen schon wirklich abhauen. Ja,
jetzt kriegt euch mal wieder ein hier, blöden Viecher. Na, Pfeffi, das lässt uns ganz cool sowas. Was liegt hier rum? Eine Axt. Und da sind Rocks. Ne, schade doch nicht. Sah so aus. Okay, laufen wir mal runter zu unserer Main Quest oder verfolgen den Weg der Main Quest weiter. Boards. Da war noch nie was drunter gelegen. Warum gucke ich dir mal an? Da sind wieder Spinnen drin. Na toll. Ah. Na gut, man kann ja nicht immer alles haben. Habe ich jetzt eigentlich die Kiste schon aufgemacht? Ja. Zurück zur Main Quest. Hier noch ein bisschen Runen abknallen. Was liegt da denn drin? Nix. Kann ich die irgendwo suchen hier? Nö, die sind einfach alle nur tot. So. Ja, meine Freunde, ihr seht, es geht weiter im Dungeon. Und, ja. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt nochmal rein. Protect the Guardian. Den Eingang gucken wir uns noch an. Und dann würde ich mich schon wieder von euch verabschieden. Wenn jetzt der mal schneller geladen hätte, wäre das Ganze auch ein bisschen schneller gegangen. So, ihr seht hier noch ein bisschen was vom Eingang von unserem neuen Quest. Ich verabschiede mich nochmal und sage hier, yo, zeig euch den Rücken und sage einfach, tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reingucken.